Okay, Jungs, ich wollte meinen eigenen PvP-Client coden, aber irgendwie habe ich was falsch gemacht. Okay, wie kam es dazu, dass ich ohne Grund einen eigenen Client gecodet habe? Ihr wisst ja, dass ich mein eigenes Badline Cap verkaufen wollte, damit ich Millionär werde. Aber alle Designs, die ihr hier seht, wurden abgelehnt. Ich wollte aber unbedingt ein Cape verkaufen, wo Relaxo drauf ist, weil andernfalls ist es einfach Rack. Stellt euch vor, ich würde ein Cape verkaufen, wo drauf steht No Risk, No Fun. Und deswegen blieb die letzte Möglichkeit für mich, nur noch einen eigenen Client zu coden. Und hier sind wir. Natürlich gibt es kein Video darüber, wie man Badline-Client nachcodet oder LavieMod, weswegen ich mir dann angucken musste, wie man einen Hack-Client codet, damit ich das Wissen dann in einen PvP-Client stecken kann. Und gönnt euch mal, was ich mir da angucken musste. From the BART train to a tour bus to the. Ist auch egal. Ja, das reicht eigentlich erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem Coding-Tutorial. Und zwar programmieren wir einen Minecraft-Hack-Client. Adesso andremo a creare dei metodi principali, i metodi principali per far funzionare un modulo perché. Ah, drück die Pumpgun auf dein Unterkiefer! Es ist ja, du machst den Asphalt wieder lukrat. Hey guys, this is Nefarious Intent, and today I'm going to show you the best way how to code a Minecraft Hack-Client. Das hat mich alles aber nicht weitergebracht, weil die coden der Hacks und ich brauche das einfach nicht. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Features, die ich unbedingt in einem Client brauche. Ich brauche auf jeden Fall Toggle Sprint, dass ich keine Sprint-Taste drücken muss. Die alten Animationen, wie zum Beispiel Blockhitten, sind auf jeden Fall Pflicht. Und damit meine Videos geil aussehen, brauche ich noch Motion Blur. Ich wusste also, was ich wollte, aber nicht, wie ich es bekomme. Deswegen habe ich mir den Code von Minecraft angeguckt und da ein paar Werten rumgeschraubt, damit ich das besser verstehe. Zum Beispiel gibt es eine Datei, die RenderPlayer heißt. Und in der Datei gibt es eine Zeile mit ModelPlayer und da ist der Wert auf 0.0f. Deswegen stelle ich den Wert hier einfach mal hoch und wir gucken, was passiert. Und wie man sieht, ist das hier für die Größe des Spielers zuständig. Am geilsten sieht es halt aus, wenn man sich auch noch andere Spieler damit anguckt. Junge, es ist zu nice. Diese Stelle hier ist dafür da, die einzelnen Teile des Spielers zu rendern, wie zum Beispiel den Kopf. Wenn wir den Kopf mal 2 rechnen und die Kopfbedeckung, dann haben wir wie bei Badline diese großen Köpfe. Für die alten Animationen habe ich so gemacht, dass ich mir den 1.7 Minecraft-Code angeguckt habe und den mit der 1.8 verglichen habe. Und Jungs, das war so viel Arbeit für mich, obwohl es dann letztendlich so einfach war. Aber wenn ihr halt eine Sache verkackt, dann sieht es halt so aus. Bei meiner Suche bin ich aber dann auf die Zeile gestoßen, die die Größe eines Items ändert, was dann richtig nice aussieht. Hier können wir dann einfach nochmal die Größe verändern, wie wir sie haben wollen. Und dann haben wir so ein Schwert. Und Jungs, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist einfach nice, oder? Ich fühle das so sehr. Also ich sag mal so, wenn du ein bisschen mehr Hunger hast, dann hast du ja mehr als genug. Aber das hier ist die Zukunft von Minecraft PvP. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. So, mal gucken, wie Refillen sein wird. Als nächstes war mein Cape dran. Und wie ihr wisst, gibt es in Minecraft ja schon Capes. Deswegen musste ich nur gucken, wie die das da machen. Und dann kann ich das einfach kopieren. Und siehe da, jetzt haben wir ein richtig nices Relaxo-Cape. Auf die gleiche Art und Weise entstanden auch diese Flüge hier. Man hat sich nämlich einfach angeguckt, wie der Ender Dragon erstellt wurde. Und dann holt man sich einfach den Flügelpart raus und packt ihn auf den Spieler. So einfach ist es jetzt nicht, aber... So schade. Ich wollte auch schon immer mal diese Creeper-Textur hier haben. Und jetzt kann ich es mir einfach selbst machen. Nein, nicht das. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass einige geschrieben haben, dass sie das hier Rack finden. Aber ich finde das wirklich ultra cool. Vor allem, weil das richtig unique ist. Das hat halt keiner außer mir. Hier kann man auch nochmal an den Werten rumspielen. Zum Beispiel, man kann das größer machen. Man kann auch die Farbe anpassen. Oder wie stark der Effekt sein soll. Oder man kann halt komplett übertreiben. Das gleiche habe ich auch noch mit der Ridder Armor gemacht. Und die gefällt mir auch richtig gut. Kennt ihr die Leute, die sagen, dass man mit BRC bessere Hits gibt? Und das hat sogar auch einen Grund. In der 1.8 ist nämlich die Maus ein wenig verzögert, wodurch man manche Hits nicht bekommt. Aber das habe ich auch in meinem Client gefixt. LavieMod hat dieses Feature auch, aber es ist einfach auf Gomme verboten, was so dumm ist, weil BRC das hat. Das heißt, man ist einfach schlechter mit LavieMod. So lost. Zum Schluss habe ich nur noch F3 angepasst. Ich habe das ein bisschen weniger gemacht und ein paar Sachen umbenannt. Und dann habe ich noch Motion Blur hinzugefügt. Aber da dickes Dankeschön an den Kid PvP Owner, weil ohne ihn hätte ich das niemals geschafft zu coden. Und die Frage, ob ich sprinten will, habe ich einfach immer mit Ja beantwortet.
Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, ob das mit dem Client ernst gemeint sei. Die kurze Antwort ist nein und die lange Antwort ist ja. LabyMod, BRC und alle anderen Clients haben ein riesen Team hinter sich stehen, die alle schon mehrere Jahre daran coden. Und ich habe die Basics erstmal in einer Woche gemacht. Außerdem müsste ich auch richtig viele Features erstmal nachcoden, wie zum Beispiel Keystrokes-Mod oder CPS-Anzeige, damit ich auf deren Niveau komme. Aber ich finde diese Mod so unnötig, ich hab's lieber clean und deswegen, ich will halt nichts coden, was mir keinen Spaß macht, wisst ihr? Ich werde lieber Sachen coden, die unique sind, wie zum Beispiel diese Cosmetics. Oder anderes, was ich euch gleich noch sage. Also unterm Strich, ich will kein Client für die breite Masse coden, sondern nur meine Ideen umsetzen. Ihr wisst ja, HG ist mein Lieblingsspielmodus. Leider werden da die Runden nicht immer voll, man muss ziemlich lange warten. Deswegen habe ich ein Benachrichtigungssystem gecodet, wann die nächste HG-Runde startet. Dadurch könnt ihr irgendwas anderes spielen, aber dann trotzdem Bescheid wissen, wann HG startet. Und das sieht dann so aus. Hardcore Games Start in 5 Minuten. Das kann man auch für andere coole Sachen verwenden, wie zum Beispiel einen Refill-Timer oder einen Recraft-Timer. Es gibt auch einen neuen Button hier, nämlich HG, und wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr direkt in die nächste HG-Runde. Ich bin ehrlich zu euch, mehr habe ich in dieser Woche auch nicht hinbekommen, weil die alten Animationen so viel Zeit geschluckt haben, aber ich will euch mal sagen, was ich vorhabe. Ich möchte sehr gerne Twitch-Emotes und BTTV-Emotes in Minecraft haben. Das gibt es schon als Mod, aber es funktionieren nicht alle Emotes. Und ich fände das so cool, wenn man zum Beispiel Pepega schreibt und da dann Pepega kommt. Dann möchte ich auch noch animierte Capes hinzufügen, denn das ist aktuell nur ein Standbild. Und mein größter Wunsch wäre es ja wirklich, 1.8 PvP in die 1.16 zu bringen. Ich liebe wirklich das PvP von der 1.8. Aber die neuen Features von der 1.16 sind auch so cool. Und es ist halt einfacher, die 1.8 in die 1.16 zu bringen, als umgekehrt, wisst ihr? Und dadurch, dass ich jetzt das Wissen habe, wie das geht, kann ich mir diesen Wunsch endlich erfüllen. Also falls ihr vielleicht Bock auf so eine kleine Reihe habt, wie ich meinen eigenen Client weitercode mit den neuen Features, dann lasst ein Like und ein Abo da. Oder schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann werde ich noch eine weitere Folge rausbringen. Wow,